So, der zweite Teil vom Park. Das ist ein Pferd. Hey. Ja, Pferde, ein Pferdchen. Ansonsten erkläre ich euch das jetzt noch. Wartet, wir gehen gleich weiter. Und hier ist ja der große Park. Dann hier drüben sehen wir ja das Wasser, den See. Und hier hinten ist an für sich Schluss. Hier ist auch sehr, sehr, sehr schön gemacht. Und hier kommt das Regierungsgebäude. So, wir gehen mal durch. Können wir hier durchgehen? Ah ja, Papa, das weißt du doch nicht. Du bist ja wie deine Oma, hä? Also wir waren schon mal hier drinnen. Aber das ist viele, viele Monde her. So, müssen wir mal gucken, ob wir hier rumkommen. Also wie immer sehr schön gemacht. Ich weiß natürlich nicht, ob ich hier überhaupt filmen darf. Also es ist wirklich immer in Verbindung mit dem Wasser hier. Sehr, sehr schön. So, wir wollen ja nicht rein, ne? Wir wollen ja nur gucken. Ui. So, hier wird es ein bisschen lauter wegen der Klimaanlage. Also ist ein riesengroßer Park mit vielen Einzelheiten, wie zum Beispiel hier die Kutsche. Seht ihr sie hier? Dann haben wir hier oben die thailändische Fahne. Gelb für den König. Ui. Gerade angegangen. Also nochmal. Gelb für den König. Das ist montags geboren. Und grün. Dann dementsprechend für die Königin. Vorher hat man gelbe Fahne für den König und lila Fahne für die vorhergehende Königin. Also die Farben bestimmen der Geburtstag, also der Tag, an dem du geboren worden bist, bestimmt die Farbe. Ich habe die Farben jetzt nicht mehr im Kopf. Freitag war auf jeden Fall hellblau. Und Montag war gelb. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr montags einkaufen geht und ein gelbes Shirt anzieht, habt ihr einen leichten Vorteil mit Handeln, mit Freundlichkeit und. So. Ich würde sagen, guck mal hier mal, was für Kinderschätze hier. Hier. Ja, weiß ich nicht genau, was es ist. Oh, ja, Entschuldigung. Ja, das ist bestimmt was für Kinder. Sehr schön. Guck mal hier mal, das Fußballplatz. Ja, klar, geh hin. Kannst du hingehen? Ja, eine Taube. Die haben wir vorhin gesehen, da waren sie eingesperrt. Naja, da geht doch. Komm hierher. Hier durch. Also, na, geh. Also, wir haben hier zwei Sportplätze. Also, wahrscheinlich Federball, Volleyball und hier, ja, ihr wisst schon. So, Papa, setz dich hin und du renn da ein bisschen rum. So, ansonsten würde ich sagen, Werbung.
So, hier sind wir wieder. Und zwar mal hier noch einen schönen Bolzplatz. Beziehungsweise der Kraftsport und Kickboxen. Ansonsten ist diese ja, ist es. Na, da gehen, da geht er hin, wo du hin willst. Kommt ja hinterher, ja, ja. Und da vorne hat man noch, also da hinten sind auch noch alles für Fitnessgeräte. Also ich würde sagen, da gehen wir gleich hin. So. Also, bis gleich. So, hier sind wir wieder. Hier haben wir einen uralten Baum. Ja. Was denn? Knie. Komm. So, hier haben wir noch Kühe. Oh ja, da müssen wir mal, da müssen wir reingehen. Also Otto muss mal kacken. Dann machen wir hier noch kurz. Ihr seht ja hier alles noch Sportgeräte. Und wir gehen erstmal rein und fragen mal, ob wir kacken drin können. Wir wollen ja nicht hier draußen hin kacken, ne? Komm, wir müssen reinlaufen. Also, bis gleich. Sind Sie wieder. Wir sind gerade fertig. Aber kein Problem. Wir müssen dazu rein. Und ja, was soll ich sagen? Wenn keine Arbeit ist, ist keine Arbeit da. Also, wir haben eigentlich nur rumgesessen im Fernsehen geguckt. Aber wenn ja keine Veranstaltungen sind, ist ja, naja, sollen Sie Fernsehen gucken. So, wir werden jetzt das Video zum Abschluss bringen. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist hier mit Bällen. Die spielen alle mit dieselben Bälle. Wir fragen mal den Security-Mann. Also an sich würde ich sagen, wir suchen jetzt den Ball. Fragen mal die Security-Mann, ob sie hier auch Bälle haben und dann spielen wir noch ein bisschen. Ansonsten, ja, werden wir sehen. So, hier sind wir noch mal. Oh, kommt mal hin. Hier sind Stände zum Essen und zum Trinken. Ich habe für Otto eine Fanta gekauft mit Eis. Ja, ja. Und da werden wir jetzt noch ein bisschen spielen. Ich werde mich ein bisschen ausruhen. Und da wird noch ein bisschen spielen. Und dann werden wir wieder nach Hause gehen. Ne? So. Also. Wenn euch meine Movies gefallen, ja, geh einfach mit hin. Ich setze mich da hin, ne? Wenn euch unsere Movies gefallen. Hallo? Hallo YouTube? Hola. Anni hier. So. So. Also, wir waren noch mal auf dem Trampolin. Aber das ist noch nichts für Otto. Aber er hat trotzdem riesen Gaudi gehabt. Er hat ja nur da gelegen und ich bin gesprungen und hat zwar tot gelacht. So, wir sind jetzt hier wieder auf dem Spielplatz. Also ist gerade so, Otto. Da ist er. Dass wir hier jetzt noch ein paar Minuten bleiben. Und noch ein bisschen spielen, noch ein bisschen rumgeigeln. Wir haben uns, davon waren Ständer. Ich bin ein bisschen durcheinander mit dem Movie, weil ich habe so oft eine Pause gemacht. Wie gesagt, wir müssen trinken. Für Otto eine grüne Brause, eine Halkbrause. Ansonsten würde ich sagen, tja, wenn euch
unserer Movies gefallen. Gerne ein Abo da lassen. Glocke nicht vergessen, damit ihr wisst, wenn ich online gehe. Ansonsten, Like da lassen. Kommentare, wie ihr wollt. Ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Aber tut mir einen Gefallen. Und tut mich das Haus und Otto nicht beleidigen. Ich sehe über vieles drüber weg, aber das klären wir ja die Tage nochmal ab. Also, ja, da wollen wir nochmal zusammenrutschen. Ja? Ja, man rutscht zusammen. Da rutschen wir meistens zusammen. Also, bleibt mir gesund, bleibt mir treu und werdet alle glücklich. Vor allen Dingen die so zu unzufriedenen Menschen mit ihren eigenartigen Kommentaren. Bis sie daran. Bye bye.